Sie kennen das alle vom Theater, wenn, wenn jemand vor den Vorhang tritt, dann heißt das nichts Gutes, dann heißt es, jemand ist krank oder so. Bei uns ist auch jemand krank, und zwar der Rechner. Und die ganzen Filme, die wir vorbereitet haben für das Konzert heute, was es eigentlich so ein Multimedia-Konzert machen würde, das kriegen wir nicht ruckelfrei abgespielt und die DJ-Software hat sich irgendwie aufgehängt, das tut mir wirklich leid. Auf jeden Fall, wir spielen Musik, so. Das ist im Moll. Das nächste Stück stammt wie alle anderen Stücke auch aus meiner Feder und hat keinen Titel, es ist einfach ein Vierer, weil es ein Rhythmus ist, der auf vier aufgeht, es ist relativ häufig. Zuvor hörten wir, oder wir spielten ein Stück, das in elf ist, oder war das letzte Stück vor der Pause, also jemandem aufgefallen sein sollte, das war elf und deshalb heißt das Stück dann Elfer. Jetzt spielen wir den Vierer, irgendwann kommt dann noch der Siebener. Genau. Was spielen wir noch? Ja, ich sag's dann. Okay, schön, dass Sie da sind. Thank you.
letzten Stück. Das ist jetzt eben der besagte 7er. Eigentlich ist es 14. Ja, kannst zählen, wie man will. Relativ, ja. Mach das seit 30 Jahren, beschäftige mich mit diesem Sinn, mit diesem Rhythmus. Genau. Nochmal, Tim Wolf, schön, dass du da bist. Thank you.
Naja. Sagen wir mal so, also was es Ihnen heute gefallen hat, dann sagen Sie es Ihren Freunden. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie es Ihren Feinden. Es ist uns eine große Ehre, hier zu spielen, ganz ernsthaft. Es ist ja ein Theater und ein Opernhaus und kein Jazzclub. Aber vielleicht konnten wir das Haus bereichern, durch unsere Art Musik zu machen. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen könnten. Egal wo und wie. So, also ein Stück hatten wir noch. Vierer. Es ist noch ein Vierer, das stimmt. Und er ist nicht von uns. Sie werden es vielleicht erkennen. Es ist ein bekannter Musiker. Der Name ist gerade entfallen. Sie werden es erkennen.